Den 9. November, ja. Also das ist eine sehr kuriose Geschichte. Ich meine, ob Sie das jetzt drin lassen oder rausschneiden, aber es ist höchst kurios. Am 9. November war ich am Abend in Leipzig und habe zusammen mit dem damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau, die Kulturtage Nordrhein-Westfalens in der DDR eröffnet. Und da wusste kein Mensch, wenn wir nach Berlin zurückfahren, dass abends dieser Staat quasi aufhört zu existieren. Es war noch nicht richtig, aber doch. Das Zweite war, das muss ich mal sagen, damit Sie verstehen, warum ich das dann sage. Ich war natürlich durch meine Funktion in der DDR, in der Kulturpolitik der DDR, also als eine untergeordnete Einrichtung des Kulturministeriums, privilegiert. Das muss ich einfach so sagen. Ich konnte reisen, aber einfach deswegen, um mir alle Ausstellungen, die ich bearbeitet habe, dann mit meinem Mitarbeiterstab natürlich, vorher anzuschauen und alle Fragen zu klären, wie Drucksachen, Kataloge, Transport und so weiter und so weiter. Also ich war in einer privilegierten Stellung. Für mich war jetzt der Besuch in einem westlichen Land oder auch in West-Berlin nichts Neues mehr. Ich kannte das. Aus dieser Kenntnis kann es sein, dass ich vielleicht manchmal in Anführungsstrichen etwas über den Dingen stand. Nicht überheblich, aber für mich war es nichts Neues. Aber der Fakt, dass diese Mauer dann weg war am 9. November, das war natürlich für mich wie für, ich sag mal jetzt, 16.999.000 genauso erfreulich. Geisternd oder wie auch immer. Denn so konnte meine Familie mit mir am nächsten Tag dann, natürlich sind wir schon einfach zu unseren Freunden nach West-Berlin fahren und wir konnten dort zum Italiener gehen und was weiß ich. Hat sich natürlich im Laufe der 20 Jahre jetzt alles etwas beruhigt oder sehr beruhigt, aber es war für mich ein Tag und für meine Frau und für unseren Sohn auch, der also tiefer Einschnitt positiver Art war.